Also ich werde in wenigen Minuten mit meinem Vortrag beginnen zur Autismus-Selbsthilfe damals und heute. Aber ich werde noch wenige Minuten warten, bis dann auch vielleicht alle sich in den Chat, in den YouTube-Channel sozusagen eingefunden haben. Ja, ich werde in etwa 2 Minuten mit dem Vortrag zur Autismus-Selbsthilfe damals und heute beginnen. Einfach nur, um zu warten, bis alle sich hier in den YouTube-Channel eingefunden haben und dann nicht den Anfang verpassen. So, dann werde ich mal beginnen. Mein Vortrag heute geht über die Autismus-Selbsthilfe, damals wie heute. Das ist so der Titel, unter dem das angekündigt wurde. Ich möchte gerne eben ein paar ja, Schlaglichter auf das Thema Selbsthilfe autistischer Menschen werfen, was das eben auch bedeutet und da insbesondere so ein bisschen, ja, sag ich mal, so ein bisschen schlaglichtartig mal so die Historie betrachten der Selbsthilfe autistischer Menschen und eben dann auch nochmal was zur Arbeit von ASPIS e.V., dem Selbsthilfeverein oder Selbsthilfeverband in Deutschland, erzählen und dessen Tätigkeiten. Ja, mein Name ist Hajo Seng. Ich bin hier quasi als Vorstandsmitglied von ASPIS e.V. Ich bin seit annähernd 20 Jahren in der Autismus-Selbsthilfe aktiv und ja, seit vielen Jahren eben auch am Thema autistische Fähigkeiten, autistische Denkstile.
sozusagen dran, worüber ich auch eine Dissertation bei Professor Theunissen in Halle geschrieben habe. Die Selbsthilfe autistischer Menschen hat ihren Ursprung, wie so viele Dinge in der heutigen Zeit, eben auch in den USA. Also ein sehr früher Meilenstein, kann man sagen, dabei ist, sind die frühen Bücher und Veröffentlichungen von Temple Grandin gewesen in den 1980er Jahren, in denen sie so als Autistin einfach auch so mal die autistische Position innerhalb ja, so diesen ganzen Autismusbereich, der ja vornehmlich irgendwie ansonsten von Therapierenden, von Eltern eben oder Angehörigen eben geprägt war und bis heute auch noch in weiten Teilen geprägt ist, deutlich zu machen. Temple Grandin wurde dann echt Ende der 80er Jahre eben auch in der amerikanischen Autismusorganisation, in der Autism Society of America, Vorstandsmitglied. Und gehört damit zu den, kann man sagen, irgendwie ganz frühen autistischen oder zu den autistischen Menschen, die schon sehr, sehr früh in den Bereichen sozusagen auch ihre Stimme haben laut werden lassen. Also ein Meilenstein oder im Grunde genommen so als so der Grundstein, kann man sagen, eben so der autistischen Selbsthilfebewegung gilt ein Treffen von Jim Sinclair, Donna Williams und Xenia Grant. Donna Williams, na, die vor 4 Jahren leider an Krebs eben verstorben ist, hat eben auch schon sehr früh Bücher veröffentlicht, in denen sie auf eine sehr eindrückliche Art und Weise eben so diese Erfahrungen autistischer Menschen oder ihre Erfahrungen als autistische Frau eben auch geschildert hat. Und die drei haben sich halt eben 1992 in den USA getroffen und letztlich in dem, was in diesem Treffen halt eben passiert ist, aus dem heraus eben so das Autism Network International gegründet, was eben so die, ja, so in den 90er Jahren eigentlich so das zentrale Netzwerk für Aktivitäten autistischer Menschen eben gewesen ist. Man kann sagen weltweit, aber damals hieß weltweit im Wesentlichen im englischsprachigen Raum, sprich irgendwie in den USA, Australien, bisschen vielleicht noch Kanada. Na, hauptsächlich da hat sich das zuerst eben abgespielt. Jim Sinclair hat ein Jahr später auf einer Tagung eben einen Vortrag gehalten mit diesem Titel Don't Mourn for Us, trauert nicht um uns, indem er eben nochmal ganz explizit eine Art Kontraposition dargelegt hat zu dem, was eben Angehörige autistischer Menschen häufig eben vertreten und ja, einfach klargelegt, dass Autismus eben nichts ist, was man betrauern muss, was eben man als Katastrophe oder Ähnliches irgendwie sehen muss, sondern dass eben auch autistische Menschen einfach ein gutes Leben, ein gutes autistisches Leben eben führen können und eben auch eine andere Perspektive auf ihren Autismus halt eben haben, als es so von Angehörigen eben in der damaligen Zeit nahegelegt worden ist. Etwas sehr Wichtiges für die weltweite frühe autistische Community war die Website von Janet Norman Bain. Meines Wissens ist sie 1995 ans Netz gegangen, also spätestens dann, vielleicht war die auch schon früher im Internet zu finden. Ich kann das so genau nicht sagen. Diese Website war damals bekannt als eben Oops, die hatte den Titel Oops, Wrong Planet. Und hat im Grunde genommen eigentlich auch so dieses Wort Wrong Planet Syndrom für hochfunktionalen Autismus damit mit diesem Namen einfach auch geprägt. Janet Norman Bain lebt in Kanada, hat zwei inzwischen erwachsene autistische Söhne, von denen einer bis in die heutige Zeit, also auch sehr in der Autismus Advocacy, kann man sagen, Bewegung in Kanada auch engagiert ist. Im gleichen Jahr hat Temple Grandin eben das sehr bekannte Buch Thinking in Pictures veröffentlicht. Also dieses Buch ist von daher einfach sehr wichtig, weil es einfach nochmal einen ganz anderen Erklärungsansatz für Autismus geliefert hat und
dargelegt hat, dass eben Autismus im Wesentlichen bedeutet, eben auf eine andere Art und Weise eben zu denken und eben auch wahrzunehmen, als es eben andere Menschen tun. Und diese andere Weise des Denkens und Wahrnehmens eben in keinerlei Hinsicht eben als, sag ich mal, defizitär oder ähnlich irgendwie beschrieben werden kann, sondern tatsächlich eine andere Art des Denkens halt eben mit ihren Stärken und ihren Schwächen halt eben auch ist und wofür sich Temple Grandin halt eben von Anfang an eben sehr stark gemacht hat und damit, glaube ich, irgendwie auch so ein ganzes Stück weit so der autistischen oder den autistischen Community so ein bisschen eine Richtung vorgegeben hat, ist halt eben das, dass es im Wesentlichen halt eben darum geht, diese Stärken, die es halt eben da auch gibt, ja, sozusagen in den Vordergrund treten zu lassen und auch zu entwickeln für autistische Menschen. Bekannt geworden ist in dieser Zeit ein Bericht von Oliver Sacks über Temple Grandin, was eben unter dem Titel eben An Anthropologist on Mars, ein Anthropologe auf dem Mars veröffentlicht wurde. Auch seit Mitte der 1990er Jahre gibt es die Outreach-Konferenzen als jährliche Konferenzen. Outreach, das kommt auch aus diesem Autism Network International Zusammenhang heraus und da geht es halt im Wesentlichen darum, Konferenzen zu machen, die halt auch von ihrer Anlage, sei es inhaltlich, aber auch von der Form oder von der Durchführung her, kompatibel sind für autistische Menschen und das sind eben auch Konferenzen, die von autistischen Menschen für autistische Menschen ja, einfach durchgeführt wurden. Ende der 1990er Jahre tauchen die Neurodiversity ja, Diskussionen sozusagen auf oder Neurodiversity als eben auch nochmal ein etwas umfassenderes Konzept, in dem eben Autismus eben auch mit eingebettet werden kann. Also es kommt aus dem Autismus-Zusammenhang. Und also namentlich wird da im Wesentlichen eben Judy Singer genannt, die in dem Jahr 1998, ich meine, das war so eine Uni-Abschlussarbeit oder irgendwie sowas in die Richtung halt eben geschrieben hat, in der dieser Begriff Neurodiversity eben für eine Variation unterschiedlicher Formen des Denkens und des Wahrnehmens eben bei Menschen geprägt wurde. Anfang der 2000er Jahre war, also man muss sagen, die 2000er Jahre waren insgesamt ebenso eine Zeit, in der diese, also so im amerikanischen Raum vor allen Dingen eben so die Autismusdiskurse sehr polarisiert waren. Na, da gab es irgendwie seitens der Autismusverbände sehr radikale Ansätze. Also sagen wir so, das, was unter dem Stichwort ABA eben so bekannt ist, hat sich zu der damaligen Zeit ziemlich ausgebreitet und es gab eben auch so die Ansätze zu sagen, na, Autismus, das ist irgendwie, es ist wie eine Seuche, es ist irgendwie wie Krebs oder wie auch immer irgendwie, also was eigentlich ausgerottet werden muss. Und Michelle Dawson, eine kanadische autistische Aktivistin, die hat eben zu der Zeit eben in Kanada eine sehr damals auch sehr beachtete Kampagne halt eben durchgeführt, indem sie halt eben gesagt hat, dass das, was da passiert in diesem Kontext von ABA und auch in dem Kontext von dem, was eben als kanadische Gesundheitspolitik damals betrieben wurde, indem es halt eben darum ging, Autismus sozusagen auszurotten. Dass das halt eben fundamental gegen die Menschenrechte verstößt und ist damit halt eben auch bis vor das kanadische Verfassungsgericht gegangen, wo sie zumindest irgendwie so teilweise eben auch Recht bekommen hat. Michelle Dawson ist bis in die heutige Zeit Teil der Forschungsgruppe um Laura Montreux in Montreal, die eine eben explizit, also inzwischen auch schon seit gut 20 Jahren irgendwie eine explizit nicht defizitäre Autismusforschung dort betreiben in einem Forschungsteam, in dem eben auch autistische Menschen als Expertinnen in eigener Sache mit dabei sind.
Ja, seit 2005 gibt es eben diesen Autism Pride Day, der von Aspis for Freedom ja, letztlich irgendwie oder von Aspis for Freedom das erste Mal durchgeführt worden ist. Und ja, später hat Ari Niemann das Autism Self-Advocacy Network, ASEN, in den USA gegründet, was eben so eine Art, man kann sagen, Power Group, Pressure Group geworden ist und sich da schnell auch in die Richtung eben entwickelt hat, eben wo es um die Rechte autistischer Menschen halt eben ging. Und hier nochmal zu den Gründungsmitgliedern des Autism Network International. Na, da kann man sehen, Jim Sinclair, Donna Williams, Xenia Grant. Jim Sinclair, nebenbei bemerkt, irgendwie ist, definiert sich selbst als intersexuell. Also er ist als Mädchen zur Welt gekommen und definiert sich als jemand, der so jenseits eben so die beiden Geschlechter eben seine Geschlechtlichkeit auch lebt. Und auch das ist so ein Thema, ne? Also wer sich hinlänglich irgendwie da auch schon umgetan hat in der Autismus-Selbsthilfe, dem begegnet man da auch relativ häufig, sage ich mal auch. Und da gibt es, es ist mit auch ein Thema eben auch in der in diesem Autismus-Selbsthilfe und Selbst-Advocacy-Netzwerken. So, hier mal so ein paar Zitate. Es gibt da sehr schöne Texte von Donna Williams und von Jim Sinclair, wo es um die Erfahrungen geht, die man da zunächst gemacht hat, miteinander. Und sehr schön ist dieser Satz irgendwie, ich mache es mit meinem rudimentären Englischen in der Übersetzung hier. Also wir haben das mit dem Kochen nicht so gut hinbekommen, aber wir sprechen die gleiche Sprache. Na, das ist so von Donna Williams eben so eine Aussage über dieses erste Treffen. Und ja, oder dass hier mit Leuten, die meine Sprache, mit der ich meine Sprache teilen kann, Bedeutung eben so, dass das so sehr, sehr frei und sehr leicht eben auch ausgetauscht werden kann oder bedeutungsvolle Dinge eben sehr leicht und sehr frei und leicht ausgetauscht werden können. Ja, und viele autistische Menschen, und das kann man bis in die heutige Zeit eben auch so sehen und erleben, haben damals eben auch schon die Erfahrung gemacht in den 1990er Jahren, dass diese Treffen, ne, miteinander und untereinander, ne, davon geprägt sind, dass man eben so, sage ich mal, so seine Freude an bestimmten, ja, wie es hier steht, Fixierungen oder bestimmten Stimulierungen, eben, ne, dass man das so spontan mit anderen teilen kann und dass das halt eben auch immer wieder passiert. Und dass halt eben ne, diese Freude, dieser Spaß, sage ich mal, so daran eben auch autistisch sein zu können, ne, in einem autistischen Kontext eben etwas ist, was so etwas wie eine Art autistische Kultur in der autistischen Community hat entstehen lassen. Und genau, und das, was halt eben so sehr zentral ist bei dieser Erfahrung und was eben, denke ich, so eine Grundlage eben so von der autistischen Selbsthilfe eben sein kann, sein muss, nicht sein kann, sondern wirklich sein muss, ist, dass, ja, dass man einfach miteinander sein kann und erwarten kann, von den anderen einfach so, wie man ist, eben auch akzeptiert zu werden. Ja, und das ist ja durchaus auch ein Thema, was im Autismusbereich manchmal nicht ganz einfach ist, ne, weil bekanntermaßen sind autistische Menschen sehr unterschiedlich. Und aber diese Akzeptanz in dieser Unterschiedlichkeit und voneinander ist eben etwas, was so einen ganz entscheidenden Aspekt eben so dieser autistischen Communities und des autistischen Zusammenseins eben auch darstellt. Ja, aber auch in Deutschland und Europa ist schon relativ früh etwas passiert. Da sind, sage ich mal, sehr früh Veröffentlichungen, Bücher aufgetaucht von autistischen Menschen, die man eher so, sage ich mal, in diesen Bereich frühkindlichen Autismus stecken würden, die eben mit Unterstützung eben auch kommuniziert haben, geschrieben haben. Und ja, also ein
das Früheste, was ich so aus dem deutschsprachigen Raum da tatsächlich kenne, irgendwie ist dieses Buch, wenn ich mit euch reden könnte, von Dietmar Zöller, ne, der nebenbei bemerkt bis heute halt eben schreibt und auch schon einiges auch geschrieben und veröffentlicht hat. Und so das Bekannte, was so in den frühen 90er Jahren aufgetaucht ist, sind diese Bücher halt eben von Birger Selin. Na, das erste eben so mit dem Titel Ich will kein in mich mehr sein. Na, und das sind halt eben auch, das ist nochmal ganz anders als das, was Temple Grandin geschrieben hat. Aber halt eben auch, sage ich mal, Stimmen eben von autistischen Menschen, die eben auch nochmal, ja, eine Einsicht in autistisches Denken und autistische Warnungen gegeben haben, die sich deutlich halt eben von dem unterschieden haben, als das, was so gemeinhin zum Thema Autismus halt eben ja, gemacht wurde. Man muss dazu sagen, dass so die Diagnosekriterien oder die Diagnosen für hochfunktionale Autismusvarianten eben auch erst im Grunde genommen so erst zu Beginn der 1990er Jahre nach und nach entstanden sind. Also so, ich sag mal, dieser hochfunktionale Autismus oder Asperger-Syndrom, das ist 92 beziehungsweise 94 in den psychologischen Manualen aufgetaucht. Kanada und Schweden waren mit Peter Satmari und Christopher Gilberry ein bisschen früher dran, das war dann Ende der 80er Jahre, 88, 89 um den Dreh rum, als die ihre Diagnosekriterien formuliert haben. Und zumindest soweit ich weiß, ich, dass es in Schweden halt eben so ist, dass das halt eben dort dazu geführt hat, dass eben auch Leute dort eben bereits Ende der 1980er Jahre mit einer Asperger-Syndrom-Diagnose oder einer Diagnose hochfunktionalen Autismus, dass sie die bekommen haben und nicht nur das, sondern tatsächlich auch relativ früh auch schon Unterstützung oder Nachteilsausgleiche bekommen haben. Na, das ist in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Das ist da viel, viel später passiert und ich kann selber sagen, also ich weiß, ich habe für mich irgendwie im Herbst 1994 eben klar gehabt, nach einer längeren Auseinandersetzung, dass ich selbst autistisch bin. Und in der damaligen Zeit war das definitiv so, dass wenn man an Autismus gedacht hat, hat man an den frühkindlichen Autismus gedacht, hat man an autistische Menschen gedacht, die nicht sprechen, die deren Alltag eben so von Stereotypien, sage ich mal, irgendwie dann auch geprägt waren. Und diese hochfunktionalen Varianten, das hatte man damals eigentlich so. Also das war in Deutschland damals noch ziemlich exotisch, um es mal so auszudrücken. Und entsprechend ist es so, dass so meines Wissens eben auch erst Ende der 1990er Jahre eben selbstmoderierte Selbsthilfegruppen in Deutschland entstanden sind. Also die erste, das ist wie gesagt irgendwie, das ist sehr schwer letztlich irgendwie zu recherchieren, aber die erste, von der ich weiß, das ist die Berliner Selbsthilfegruppe, die ist 1999 entstanden. Ich selber bin, ich glaube, Anfang 2002 das erste Mal dort gewesen. Und es gab zu der Zeit irgendwie tatsächlich auch noch weitere Selbsthilfegruppen in Deutschland, wenige weitere Selbsthilfegruppen in Deutschland, muss man sagen, die aber letztlich von Therapeuten angeleitet wurden, also in dem Sinne nicht selbst organisiert und nicht selbst moderiert waren. Meines Wissens geht das erste Forum für autistische Menschen in Deutschland. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Das war so ein Forum, Romanum Forum. Irgendwelche Reste davon treiben auch immer noch sozusagen ihr Unwesen im Internet. Aber dieses erste Forum ist meines Wissens auch 1999 ans Netz gegangen. Kann sein, ein bisschen früher, ich weiß es nicht genau. Ich konnte es bislang nicht definitiv herausfinden. Soweit ich mich erinnere, war das damals tatsächlich noch zumindest unter der Verantwortung von Autismus Deutschland eben betrieben worden. Es war damals, sage ich mal, so ein relativ schwieriges Forum, weil da irgendwie es letztlich so gar keine Kontrollen darüber gab, wer da halt eben unterwegs war und es teilweise da schon, sag ich mal, Diskussionen gegeben haben, die so ein bisschen entglitten sind und nicht einfach zu handeln waren. Auch um die Jahrtausendwende herum ist mit Outsider und Pass in den Niederlanden, sag ich mal, so ein erster
nationaler Verband autistischer Menschen auch gegründet worden. Und ich weiß nicht relativ wenig davon, außer dass es das halt eben zu der Zeit schon gegeben hat. Was also die genauen Gründungshintergründe waren, kann ich jetzt tatsächlich nicht so, nicht mehr oder konnte ich jetzt nicht mehr genau nachvollziehen. In den Jahren 2003 bis 2005 fand die Gründung von ASPIS e.V. statt. Da kann ich mich ein bisschen besser dran erinnern, weil ich da auch dran beteiligt gewesen bin. Warum das über so eine lange Zeitspanne ging, das hing daran, dass es halt eben zum einen so ein paar organisatorische Hürden gab und vor allen Dingen halt eben auch so war, dass so die Zahl der autistischen Menschen, die damals, sag ich mal, aktiv waren, relativ gering war. Und diese Gründung, die ging von der Berliner Selbsthilfegruppe aus und da war das dann schon eine echte Herausforderung, sag ich mal, die 7 gesetzlich vorgeschriebenen Gründungsmitglieder zusammenzubekommen für den Verein. Letztlich, ich glaube, 2005 war dann das Jahr, in dem dann die Eintragung des Vereins letztlich stattgefunden hat. 2004 gab es, oder seit 2004 gibt es die Outscape-Konferenzen in Großbritannien. Outscape ist so ein bisschen ähnlich gelagert wie diese Outreed, also das sind auch Konferenzen von autistischen Menschen für autistische Menschen und die, sage ich mal, einen sehr starken Fokus darauf legen, ja, soweit es halt eben geht. Ich meine, Konferenzen ist für autistische Menschen eh ein sehr schwieriges Thema, aber soweit es halt eben geht, eben auch barrierearm zu sein für autistische Menschen innerhalb solcher Konferenzen, innerhalb der Konferenzen, um da halt ein Klima zu schaffen, in dem sich die Leute halt eben auch oder die Teilnehmenden auch wohlfühlen können. 2005 hatten wir die erste selbstorganisierte Freizeit von ASPIS e.V. durchgeführt. Wer sich erinnern mag, das war damals in Kassel. In Kassel, wenn ich mich da richtig erinnere. Das war eigentlich eine sehr schöne Freizeit. Da haben wir uns, also ich weiß nicht, das waren so 10 bis 15 Leute auf dem Campingplatz und wir hatten das auch alles so selber gemacht, selber organisiert. Bunt gemischter Haufen, sowohl was so sag ich mal, die eigenen Interessen und alles eben angeht und auch vom Alter her waren Jugendliche dabei, waren Leute kurz vorm Rentenalter mit dabei und so war eine ganz spannende Angelegenheit. Und es wurde von ASPIS e.V., ich meine bis 2011, kontinuierlich weitergeführt, diese Freizeiten. Seitdem gibt es, also wir hatten da von Hamburg aus dann in den Folgejahren 2012 und 2013 eben auch nochmal Freizeiten, 14 meine ich auch nochmal, Freizeiten eben organisiert, aber der Aufwand ist halt eben sehr hoch gewesen und so schön diese Freizeiten eben auch immer sind und gewesen sind, es ist ein ziemlicher Angang, sowas auch durchzuführen und zu machen und vielleicht passiert das wieder mal. Ebenfalls 2005 gab es den ersten Stand auf einer Bundestagung von Autismus Deutschland und das war also, da kann ich mich genau dran erinnern, das war damals ein echter Kampf. Ne? Also das gab innerhalb von Autismus Deutschland damals also sehr starke Widerstände dagegen, dass autistische Menschen, insbesondere autistische Erwachsene, eben da einen Stand auf der Bundestagung haben. Ne? Das war insgesamt, sage ich mal, ein sehr schwieriges Klima, auf das wir Erwachsene, autistische Menschen da gestoßen sind, weil die vorherrschende Meinung eigentlich die war, dass also autistische Erwachsene eigentlich keine Diagnose eben bekommen sollten und dass es eben sehr schwierig ist mit ihnen, ne, da irgendwie zusammen in irgendeiner Form irgendwie in Kommunikation zu treten oder so etwas zu machen. Also man hatte, also es gab da wirklich sehr starke Vorbehalte und vor allen Dingen auch sehr viele Ängste gegenüber autistischen Menschen, die, sage ich mal, so selber zu Wort kommen oder zu Wort kommen wollen. Und das haben wir halt im Kontext eben so dieses ersten Standes auf der Bundestagung halt eben auch gemerkt. Hat aber, sage ich mal, funktioniert irgendwie durch
doch ein ziemliches Maß an diplomatischem Geschick, was er da damals an den Tag legen mussten, um das hinzubekommen, und hat sich dann aber in der Folge, also wir haben seitdem eigentlich immer einen Stand auf der Bundestagung gehabt, als so auch ein Erfolgsmodell eben auch entwickelt, wo sich ja eigentlich gezeigt hat, dass so, ne, also langsam, ne, aber sicher halt eben auch auf diesen Bundestagungen autistische Menschen halt eben auch oder ja auch immer mehr vorgekommen sind. Und zwar nicht nur eben als Kinder autistischer Eltern, sondern auch als eigenständige Menschen, als eigenständige Erwachsene, die eben ihre eigene Meinung, ihre eigene Sicht da halt eben auch mit vertreten. Ein weiterer relativ früher Verband von autistischen Menschen, nationenweiter Verband von autistischen Menschen, das sind die Organisationen der Aspergerer in Schweden, die auch bereits 2006 in der Vorform gegründet wurden. Und da war das auch ein kleiner Gründungsprozess, aber das ist auch schon eine sehr alte und alteingesessene, eben von autistischen Menschen komplett selbstgestaltete und selbstorganisierte nationenweite Vereinigung, die bis heute besteht und bis heute eben auch aktiv ist. 2007, das ist auch nochmal so ein ganz, finde ich, bemerkenswerter Schritt und bemerkenswerte Geschichte gewesen, wurde in Berlin eben die Autismus-Forschungskooperation gegründet. Das wurde damals in der Kooperation mit der Freien Universität zusammen und insbesondere mit dem kriege ich das nochmal zusammen. Das war ein Studienbereich, ein Forschungsbereich von Isabel Ziobeck mit dem Namen, ich meine, Languages of Emotion oder so, das war so ungefähr der Titel. Ja, und da wurde halt eben, also das Ziel dieser Autismus-Forschungskooperation war halt eben zum einen eben so eine Kommunikation zwischen Autismusforschung und autistischen Menschen eben hinzubekommen und zum anderen aber auch die Forschungsinteressen von autistischen Menschen selbst eben auch nochmal wirklich ganz konkret zu adressieren, weil die in der, sag ich mal, Autismusforschung in dem Sinne eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Die Autismus-Forschungskooperation, die besteht bis heute mit also vielen Mitgliedern, ich weiß gar nicht, 20, 30 oder sowas, eine sehr, sehr aktive Gruppe, die sehr spannende Projekte macht, was auf deren Website auch zu sehen ist. Ja, 2008 eben habe ich zusammen mit autistischen Menschen aus den Hamburger Selbsthilfezusammenhängen das Outworker-Projekt gegründet, in dem es darum geht, die Chancen autistischer Menschen beim Eintritt in oder im Arbeitsmarkt generell eben auch zu erhöhen. In dem Kontext haben wir auch die Workshops autistische Fähigkeiten eben entwickelt. Und ja, also dieses Projekt, das am Ende auch vier Angestellte hatte, vier autistische Angestellte hatte, auch komplett von autistischen Menschen selbst getragen, selbst organisiert war, hat 2016, haben wir das eindampfen müssen, weil wir letztlich nicht die notwendige finanzielle Stabilität erreichen konnten, die notwendig gewesen wäre, um das sinnvoll weiterzuführen. Und inzwischen ist es also ein Netzwerk von autistischen Menschen, was eben gruppiert ist um das Zentrum für Autismuskompetenz in Hannover und OutSocial in Hamburg. Im norddeutschen Raum operiert mit ungefähr 10 autistischen Menschen, die also die Thematiken aus dieser Zeit halt eben auch nochmal weiter fortführen. Ja, hier nochmal zu sehen, das ist so ja, Einladungsflyer eben von Outscape 2005. Ne, man kann es jetzt nicht sehr gut lesen für Outscape in Großbritannien. Das ist ja, Somerset irgendwie hat das irgendwie stattgefunden und man kann das Motto lesen, Creating Autistic Space. Das ist ein, finde ich, sehr, sehr starkes Motto und eines, was bis heute eigentlich so seine Relevanz hat, ne? Dass es eben wichtig ist, sage ich mal, sowas wie einen autistischen Raum, einen Raum, in dem eben autistische Menschen barrierefrei kommunizieren können. Das meint es in erster Linie, Autistic Space, dass das einfach auch mit ein wichtiges Ziel ist und das ist auch so das vorrangige Ziel von Outscape bis in die heutige Zeit. Na, man kann jetzt da nicht so gut lesen, aber das sind eben bei dieser Konferenz 2005 eben unter anderem halt eben Dinah Morey
mit dabei gewesen und Jim Sinclair und andere natürlich auch. Ja, so die Erfahrungen, die man da gemacht hat in diesen Zusammenhängen, sind eben die, dass man eben als Gemeinsamkeiten irgendwie feststellt, man spricht, ne, in einem sehr übertragenen Sinne. Das ist natürlich jetzt nicht im Sinne von Fremdsprache oder so, aber man spricht in einem übertragenen Sinne eben eine gemeinsame Sprache. Ne, man hat ein anderes Verständnis voneinander, als das in anderen nicht autistischen Zusammenhängen eben der Fall ist. Man hat eine andere Wahrnehmung. Man hat die Erfahrung von Overloads als zentrale Erfahrungen halt eben auch, die man als Gemeinsamkeiten halt eben feststellt und halt eben auch, wie in einem Text vorhin zu sehen war, eben so die Lust an einem Stimming, ne, an ja, eben so Verhaltensweisen, ne, die, sag ich mal, häufig als eher negativ betrachtet werden, ne, weil sie halt eben sehr viel mit Selbststimulierung zu tun haben, aber für autistische Menschen halt eben wichtig sind, weil sie halt einen sehr großen Beitrag, ne, zur eigenen psychischen Stabilität eben auch beitragen. Und ja, diese Autistic Spaces, diese autistischen Räume, die man da geschaffen hat, das sind halt Räume, in denen eben genau das eben stattfinden kann, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise eben, ja, sag ich mal, sanktioniert wird oder schlecht angesehen wird. Es sind insbesondere halt eben auch nochmal neue Aspekte eben da hervorgekommen, die, sag ich mal, so in diesen klassischen Autismusverbänden und auch in der klassischen Autismusforschung eigentlich so gut wie gar nicht adressiert werden. Na, das ist so das Thema psychische Spannungen. Da hat Temple Grandin auch sehr viel geschrieben eben dazu, als so ein sehr zentraler Aspekt eben autistischen Lebens, von dem eben auch viel abhängt eben oder sagen wir, viel hängt davon ab, eben, dass autistische Menschen guten Umgang finden mit ihren psychischen Spannungen, die abzubauen und genau, und ein zweiter Aspekt, der halt eben da auch aufgetaucht ist, dass eben Autismus halt vordergründig, sag ich mal, mit einem spezifischen Denken zu tun hat. Ne? Also das, was Temple Grandin früher Bilderdenken genannt hat, was, wie man heutzutage weiß, aber so über das, was man so klassischerweise unter Bilderdenken versteht, natürlich weit hinausgeht, aber trotzdem immer noch so sehr spezifisch ist für autistisches Denken. Und dass halt eben Autismus eben auch sehr häufig eben begleitet wird von einer, ich nenne es mal, verborgenen Intelligenz, ne? Sprich irgendwie einer Intelligenz, die so vielleicht nicht sehr vordergründig in Erscheinung tritt und die eben dann autistischen Menschen auch häufig gerne abgesprochen wird. Insbesondere dann, auch wenn es um frühkindliche autistische Menschen geht, um autistische Menschen, die wenig sprechen oder die gar nicht sprechen. Aber insgesamt ist das so ein Bereich, der sehr gerne und häufig auch unterschätzt wird. Das sind so neue Aspekte, die, sag ich mal, über diese autistischen Communities überhaupt erst in autistische Diskurse halt eben Einzug gehalten haben. Hier nochmal ein Zitat von Jim Sinclair, was so, finde ich, eine sehr schöne Charakterisierung ist für Autismus. Um deutlich zu machen, worum es halt eben auch autistischen Menschen halt eben geht, ne, dass eben Autismus ist ein Weg zu sein. Es ist umfassend, es färbt jede einzelne Erfahrung, jede einzelne Sinneswahrnehmung, jeden einzelnen Gedanken, jedes einzelne Gefühl und jede einzelne Begegnung und jeden einzelnen Aspekt eben der eigenen Existenz. Na, also Autismus ist eben keine Krankheit, es ist nicht etwas, was man in irgendeiner Weise wegmachen könnte oder wegmachen sollte, sondern es ist eben der ureigenste Teil der Persönlichkeit autistischer Menschen. Na, und das ist ein ganz zentraler Punkt, den die frühen autistischen Communities halt eben auch hervorgebracht haben, na, der damals, sag ich mal, in diesen allgemeinen Autismusdiskursen überhaupt nicht existent war. Um das vielleicht noch mal ein klein bisschen politisch einzuordnen, steht das Ganze, also insbesondere ne, diese Autismus-Rechtsbewegung und eben diese Neurodiversity-Bewegung eben auch in einem Kontext, wo halt eben, sage ich mal, sukzessive halt eben auch Machtverhältnisse und Ungleichheiten
thematisiert werden und Ansätze halt eben gefunden werden, eben mit diese Ungleichheiten einfach auch sichtbar zu machen und ans Licht zu bringen und eben auch in eine kritische Diskussion halt eben hineinzubringen. Ne? Und ganz klassisch irgendwie gibt es da halt diese marxistischen Diskurse, die es natürlich schon sehr, sehr lange geht, ne, wo es halt eben die Ungleichheiten, je nachdem ist man, ne, in welcher gesellschaftlichen Klasse man sozusagen eben auch aufgewachsen ist, die sich halt eben daran festmacht. Und ab den 50er Jahren wurde halt eben, ne, also da ist Stuart Hall, das sind jetzt die Namen, die hier genannt sind, das sind wirklich Namen, die jetzt so einfach mal so symbolisch, sag ich mal, stehen und Namen sind von Leuten, die da eben sehr, sehr früh sehr wichtige Rollen in diesen entsprechenden Diskussionen auch gespielt haben. Und ja, und eben Stuart Hall hat eben auch in den frühen 1950er Jahren diese sogenannten Cultural Studies halt eben mitbegründet, eben wo so einen bestimmten Ansatz, Gesellschaft eben auch nochmal zu analysieren und Gesellschaft zu betrachten, deutlich gemacht wird, wie eben auch andere Aspekte als einfach nur die Klasse, wo man herkommt, eben Ungleichheiten und ungleiche Machtverhältnisse darlegen. Also unter anderem oder vornehmlich war es zu der Zeit in den 50er Jahren eben auch die Rasse, also ob das schwarze, weiße Menschen sind. Später kam dann halt eben, da ist Judith Butler, eine sehr prominente Vertreterin davon, das Thema Gender, ne, also so, und wo es um das Thema Geschlechter, Geschlechtlichkeit und was alles damit zusammenhängt, eben geht ab den 80er Jahren. Und in der Zeit eben auch, da steht dann Sonora Taylor halt eben auch unter anderem auch dafür, die Disability Studies, in dem es um Ableism geht, ne, dass man da eben nicht mehr von Behinderung und so etwas halt eben sprechen sollte, sondern halt eben von unterschiedlichen Befähigungen, die halt eben auch unterschiedlich verteilt sind und letztlich irgendwie dazu dienen, einfach auch Ungleichheiten, sag ich mal, zu zementieren. Ne? Und das wurde halt eben im Rahmen dieser Disability Studies aufgedeckt. Und da reiht sich halt eben dieser Neurodiversity-Kontext halt eben mühelos eben ein, seit Ende der 90er Jahre, was ja aus dem Bereich der Autismus-Selbsthilfe und autistischen Communities heraus auch entstanden ist. Ne? Und der Tenor ist halt insgesamt halt eben der, dass es darum geht, all diese Unterschiede halt eben als Variationen, als wertvolle Variationen und notwendige Variationen menschlichen Seins eben zu betrachten und nicht als Abweichung von irgendwelchen irgendwie gesetzten Normen. Und das ist so der Kontext, in dem man sich halt, sag ich mal, als Selbsthilfe und Selbstvertretung auch im autistischen Bereich sich bewegt, ne, wenn man das größere Bild eben sehen möchte. Und das gehört natürlich beides immer zusammen, ne? Die Selbsthilfe und Selbstvertretung sind beides, sag ich mal, zwei Seiten einer Medaille, wie man so schön sagt, weil es halt eben insgesamt eben auch darum geht, ein anderes Autismusbild zu erfahren und zu erleben, ne? Ein Autismusbild, was eben auch so den eigenen Erfahrungen entspricht, was eben auch die eigenen Fähigkeiten kennt und auch anerkennt, was auch dazu dient, sag ich mal, sich selbst zu befähigen, Empowerment, sag ich mal, zu erlangen. Ne? Also sprich eben die Fähigkeit zu erlangen, sein Leben auch selbst in die Hand zu nehmen. Und ja, genau, jetzt doppelt sich das mit den eigenen Erfahrungen, genau, nur ein Kopierfehler. Und es geht halt eben auch darum, Autismus neu zu erfahren, eben mit anderen Menschen, eben mit anderen autistischen Menschen zusammen zu erfahren und da halt eben auch als eben einen Aspekt eben der eigenen Persönlichkeit zu erleben. Jetzt möchte ich zum Ende hin auch nochmal als Beispiel Aspis e.V. mal darlegen und da mal zeigen, was, also auch so Schlaglichter werfen, sage ich mal, auf die Tätigkeiten und das von Aspis e.V. als Selbsthilfeverband. Also formal ist es ein Verein, es ist kein Verband, es ist ein Verein, aber es ist ein Verein, der halt eben sehr, sehr tief, sage ich mal, doch in der Selbsthilfe bundesweit halt eben auch mit verwurzelt ist. Wie gesagt, also die offizielle Gründung geht auf das Jahr 2005 zurück.
Damals gab es nur sehr wenige selbstmoderierte Selbsthilfegruppen. Selbstmoderiert heißt von autistischen Menschen moderiert und bedeutet eben auch selbstorganisierte Selbsthilfegruppen. Es gab damals, ich hatte es vorhin angedeutet, eben eine sehr geringe Akzeptanz autistischer Erwachsener, vor allen Dingen auch autistischer hochfunktionaler Erwachsener. Um da mal irgendwie mal da das vielleicht nochmal deutlicher zu machen, ne? So ein zentraler Vorwurf, der Michelle Dawson zum Beispiel in Kanada gemacht wurde, ne, bei ihrer Kampagne gegen ABA und gegen die damalige Gesundheitspolitik, die sich also sehr explizit irgendwie gegen Autismus und autistische Menschen auch gerichtet hat in Kanada, war halt eben der, dass eben autistische Menschen keine eigene Meinung haben. Na, und dass eben Michelle Dawson, weil sie eine eigene Meinung vertritt, deswegen gar nicht autistisch sein kann. Na, also solche Arten von Argumentation gab es damals. Und mit sowas ist man damals, sage ich mal, auch mehr oder weniger explizit dann eben auch konfrontiert gewesen. Ja, also es gab halt eben diese sehr klassischen Autismusvorstellungen. Und man hatte eben auch so Anfang der 2000er Jahre so ein bisschen das Problem mit dem alten Forum, was ich habe es mir mal genannt als ein gescheitertes Forum, was als Forum zumindest nicht richtig funktioniert hat. Ne? Also so, das war alles sehr, sehr schwierig und es war immer wieder mal zeitweise aus dem Netz genommen, ne? Weil die Diskussionen doch zu sehr entglitten waren und es war auch kein Forum, was halt eben in der Hand eben autistischer Communities oder der autistischen Selbsthilfe war. Inzwischen hat ASPIS e.V. fast 300 Mitglieder, also 292 sind das irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe gerade. Es hat jetzt in den letzten Jahren, sage ich mal, auch nochmal langsam zunehmend mehr Aktive in dem Verein, die da eben auch was machen. Das ist ein großes Problem, sage ich mal, von dem Verein, dass da relativ wenige letztlich irgendwie ja, da eben auch aktiv sind und eben auch sich engagieren in diesem Kontext. Und es gibt noch weniger, ne, das ist nach wie vor ein Problem, die da auch wirklich, sage ich mal, mit Verantwortung halt eben in das Engagement gehen wollen und da Verantwortung auch tragen wollen. Und ja, um mal ein Beispiel zu geben, was eben bei ASPIS e.V. so alles passiert, also so ein Teil von ASPIS e.V. sind die Berliner Selbsthilfegruppen, weiß ich gar nicht, wie viel es da gerade gibt, die eben teilweise von ASPIS e.V. halt eben auch mit ins Leben gerufen wurden und durchgeführt werden von Mitgliedern von ASPIS e.V. Es gibt die Online-Selbsthilfegruppe, die bundesweite, die sich eben jede Woche trifft jetzt seit einigen Monaten. Es gibt eine Bibliothek, wo man auch über die Ferne Bücher ausleihen kann, alles zum Thema Autismus. Also sind, ich glaube, 38 Seiten ist die Literaturliste lang. Auf der Website steht, es sind 200 Bücher. Ich meine, das sind deutlich mehr, als ich würde mal sagen, wahrscheinlich das Doppelte oder sowas. Es gibt das Selbsthilfeforum mit fast 7.500 angemeldeten Nutzerinnen, die da drin tätig sind und was von ASPIS e.V. betrieben wurde. Das ist ein bisschen, also ehrlich gesagt, das ist, was mir gerne immer wieder mal Bauchschmerzen bereitet, ne, weil es doch eine ganz schöne Herausforderung ist, sage ich mal, für so ein Forum dann auch die formale und gesetzliche Verantwortung zu tragen. Aber das ist das, was ASPIS e.V. halt eben da auch macht. Es gibt die Adressenlisten auf der Webseite als Service für eben Leute, die in den Selbsthilfebereich ja eben was suchen und oder auch Selbsthilfegruppen, die sich da eben veröffentlichen wollen. Es gibt die Krisenhilfe auch schon seit vielen Jahren, die man eben in Krisensituationen anrufen kann. Es gibt regionale Ansprechpartner in unterschiedlichen Teilen der Bundesrepublik. Und es gibt halt eben Vernetzungen eben in der Selbsthilfe, also mit der Landesvereinigung Selbsthilfe in Berlin und auch über Präsenzen auf diversen Selbsthilfeveranstaltungen in Berlin. Und früher, ich habe es vorhin erwähnt, gab es eben auch die Camps. Und es gibt aber auch bei ASPIS e.V. den Teil Selbstvertretung. Das bedeutet eben eine Präsenz bei Tagungen. Also große Tagungen sind zum Beispiel eben der Psychologenkongress, die Bundestagung von Autismus Deutschland, die wissenschaftliche Tagung Autismus-Spektrum
Aber es gibt eine ganze Reihe weiterer Tagungen, wo ein Aspis e.V. dann halt eben auch präsent ist und letztlich autistische Menschen auf diesen Tagungen halt eben sichtbar macht und ihre Position. Es gibt Stellungnahmen zu Themen, einzelnen Themen, die intern diskutiert worden sind, könnten gerne ein paar mehr sein, aber immerhin gibt es eben auch welche. Und es gibt eben die Mitwirkung, ne, was jeweils eben sehr viel Arbeit bedeutet. Also jetzt so in den letzten Jahren halt eben bei der Erstellung der S3-Leitlinien für Autismus und auch die Mitwirkung beim Parallelbericht der UN-Behindertenrechtskonvention. Und es gibt eben Teilnahmen halt eben im Roundtable der Bundestherapeutenkammer, im Aktionsbündnis für seelische Gesundheit, in den Berliner Inklusionstagen und auch in anderen. Wir sind gut vernetzt, also mit der Autismus-Forschungskooperation, mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft Autismus-Spektrum, wo wir im Beirat eben auch mit drin sind, mit ADHS Deutschland e.V., mit EUCAP, dieser europaweiten Organisation von Selbsthilfevereinigungen. Es gibt seit 2009 jeden jährlichen Autismustag, ne, in dem ähnlich wie bei Outreach und Outscape eben von autistischen Menschen organisiert und durchgeführt autistische Menschen eben sich austauschen können in einer eben Konferenz, die möglichst kompatibel für autistische Menschen eben auch gestaltet wird. Und es gibt inzwischen zwei Buchprojekte aktuell, eins, was so gerade abgeschlossen wurde und eins, was schon ein bisschen älter ist, die Risse im Universum, in dem eben unter der Autismus Aspis e.V. eben Herausgeber ist, eben für Texte von unterschiedlichen autistischen Menschen, die da eben zusammengefasst worden sind. Na, zu erwähnen ist an der Stelle auch, dass eben bei Aspis e.V. die Mitgliedschaft, also eine Doppelmitgliedschaften, sprich irgendwie, also wenn Leute auch schon in anderen Bereichen im Autismusbereich Mitglied sind, wird die Mitgliedschaft bei Aspis e.V. auch ermäßigt, ne, irgendwie, um, sage ich mal, so Doppelmitgliedschaften einfach auch zu vereinfachen, ne, für Leute, die daran interessiert sind. Hier nochmal ein Bild irgendwie von Teilen des damaligen Vorstands 2015 auf einer Tagung mit Erin Niemann. Und ja, und zum Schluss nochmal klar der Hinweis auf die Website aspis.de, ein Hinweis auf den Autismustag dieses Jahr 2021, der wird dieses Jahr komplett als Online-Veranstaltung stattfinden am 12.06.2021. 11 bis 18 Uhr, das heißt, die Zeit ist ungefähr gleich. Die näheren Informationen, insbesondere auch das Programm, das ist jetzt demnächst eben auf der Aspis e.V. Website zu sehen. Und ich möchte es mir auch nicht nehmen lassen, Werbung zu machen für mein aktuelles Buchprojekt Autistisches Erleben. Das ist meine Dissertation, wo ich halt eben Autismus aus einer lebensweltlichen Perspektive über die Fähigkeiten-Workshops, von denen ich ja auch weit über 100 irgendwie jetzt so in den letzten Jahren irgendwie gegeben habe, versuche darzulegen und auch wissenschaftlich aufzuarbeiten. Genau, das ist jetzt seit diesem Monat eben als Buch erhältlich. So, damit möchte ich mich bedanken und hoffen, dass ja, hier allen, die jetzt hier zugehört haben, so das Thema Autismus-Selbsthilfe so ein bisschen, dass ich das so ein bisschen näher bringen konnte. Herr Seng, herzlichen Dank soweit. Fragen sind aufgekommen in der Richtung, ob der Beitrag auch später noch zu sehen sein wird. Ja, wir lassen den Stream natürlich bei YouTube online. Zu finden ist er dann auf dem Kanal vom Autismus Rosenheim e.V., der hier die Selbsthilfegruppe Autismus Rosenheim unterstützt. Zu finden ist der Stream dann eben über YouTube oder auch auf der Homepage www.selbsthilfetag-autismus.de. Eine Frage, Herr Seng, Sie haben am Anfang, ja, ziemlich am Anfang Ihres Vortrages gesagt, es gab zu Beginn, als die Autistinnen und Autisten begonnen haben, in der Selbsthilfe aktiv zu werden und da sichtbarer zu werden, Probleme und Vorbehalte. Vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Wie hat sich das denn geäußert?
Also ich sag mal so eine sehr deutliche und sehr spürbare Äußerung war halt irgendwie, ist halt eben die, dass es für autistische Erwachsene einfach lange Zeit sehr schwierig war, zum Beispiel eine Diagnose zu bekommen. Ne? Also weil viele Stellen, also gerade Kliniken, die halt eben auch solche Untersuchungen, solche Diagnosestellungen gemacht haben, eigentlich grundsätzlich nur für Kinder, allenfalls noch Jugendliche halt eben ansprechbar waren, für Erwachsene halt eben nicht. Ne? Und das damals irgendwie also schon eine nicht ganz unerhebliche Zahl von Autismusforscherinnen gegeben hat, die der Meinung waren, im Erwachsenenalter sollten keine Autismusdiagnosen mehr vergeben werden. Ne? Das ist so eben ein Aspekt eben auch mit dazu. Und ich kann sagen, also ich bin zum Beispiel, ich glaube 2010 war das, bin ich in den Beirat gekommen von der wissenschaftlichen Gesellschaft Autismus-Spektrum. Und eine der ersten Diskussionen, die ich da in den Vorstand geführt habe, ging eben auch darum, ne, ob das überhaupt berechtigt ist, irgendwie, dass ich eine Autismusdiagnose habe, weil ich sie auch erst als Erwachsener bekommen habe. Ne? Also da gab es schon auch Leute im Vorstand, die gesagt haben, also ich hätte sowas nicht gemacht, ich hätte ihnen keine Diagnose gegeben. Und oder es gab Leute, die gesagt haben, die das überhaupt nicht verstehen, was autistische Menschen da überhaupt irgendwie mitreden wollen. Und ne, also Vorbehalte in dieser Art, ne, das gibt es heute nicht mehr so in der Art. Ne? Und ich muss auch sagen, also ich halte so den manchen Leuten zugute, also in der Autismusforschung als auch bei Autismus Deutschland, dass sie eben durchaus auch gelernt haben in der Zwischenzeit und solche Haltungen eben oder solche Positionen nicht mehr haben. Aber früher war das, also ich habe da schon sehr viel Vorbehalt und sehr viel Ablehnung gespürt damals. Wo sehen Sie die Entwicklung in vielleicht 5 oder 10 Jahren? Wie sehr wird da das Leben von Autistinnen und Autisten mehr akzeptiert in der neurotypischen Gesellschaft? Also ich sehe tatsächlich eine Entwicklung, die in Richtung mehr Akzeptanz geht, allerdings sehr, sehr langsam. Also ich finde, über längere Zeit, wenn man jetzt so, ich meine, wie gesagt, ich bin seit gut 20 Jahren irgendwie da dabei sozusagen, ne, und über eine lange Zeitspanne, ne, kann ich sagen, also da hat sich schon auch wirklich was getan, ne, da passiert auch was und die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber es geht halt wirklich sehr, sehr langsam und also was ich mir wünschen würde, irgendwie was halt immer noch der Fall ist, ist, dass also inzwischen wird man, glaube ich, schon gehört, als auch als autistische Selbstvertretung wird man gehört, also sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch in Angehörigengruppen bei Autismus Deutschland zum Beispiel oder sowas, aber man sitzt halt trotzdem noch sehr, sehr spürbar und sehr deutlich in der zweiten Reihe. Ne? Und also das wäre so eine Entwicklung, wo ich so die Erwartung hätte, dass sich das vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch ändern könnte, ne, dass man da wirklich gleichberechtigt, sag ich mal, ne, auf gleicher Ebene mit Angehörigen, mit Wissenschaftlerinnen oder sowas da halt eben auch sitzt und so die eigenen Erfahrungen eben auch mit als eigene Expertise mit einbringt. Ne, das ist so das Thema oder das ist so ein Aspekt, den ich eigentlich da sehr wichtig finde. Ne, und was ich halt eben auch denke ist oder was ich halt eben auch merke ist, dass wenn autistische Menschen, sag ich mal, als solche auch sichtbar sind in unterschiedlichen Bereichen, ne, sei es in der Schule schon oder im Studium oder in der Arbeitswelt, dass das halt eben auch etwas ist, was die Akzeptanz eben so, ne, eines autistischen Andersseins einfach auch nochmal deutlich erhöht, ne, weil eben die Leute schon auch da in der Regel, sage ich mal, so ein sehr differenzierteres Bild bekommen und merken, aha, das ist jetzt nicht nur, sage ich mal, so das reine Defizit, ne, das ist nicht nur ein Mensch, dem irgendwas fehlt oder der irgendwas nicht kann, sondern das ist jemand, der einfach anders ist und eben auch nochmal andere Stärken oder andere Aspekte halt eben mit einbringt insgesamt. Sie haben vorher auch so ein bisschen den internationalen Bogen gezogen. Welches Land hat Deutschland am meisten voraus in der Akzeptanz von Autistinnen und Autisten? Wo lässt sich's überspitzt gesagt am leichtesten leben als Autistin oder Autist? Also ich glaube, wo mehr, also nach meiner Beobachtung einfach da nochmal mehr Sensibilität irgendwie dafür da ist, da würde ich irgendwie die skandinavischen Länder und Großbritannien nennen.
Und ich kann, na, ich meine, ich bin da nicht ganz neutral, muss ich sagen, weil also ich kenne sehr viele autistische Menschen aus Schweden. Ich habe da sehr engen Kontakt halt eben auch dazu und habe da wirklich einen sehr guten Vergleich, ne, Unterschied zu Großbritannien jetzt beispielsweise, wo ich jetzt so zwar auch schon mal gewesen bin, aber was ich jetzt nicht so gut kenne und wo ich eben auch nicht in einem so engen Austausch mit autistischen Menschen halt eben stehe. Und also ich glaube schon, dass man in Schweden als ja, einfach nochmal bessere, mehr Möglichkeiten hat, als autistischer Mensch zu leben. Also, na ja, doch sehe ich schon so. Gut, Herr Seng, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Teilnahme am Selbsttag Autismus. Wie gesagt, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, dieser Vortrag, dieser Livestream bleibt natürlich online bei YouTube. Solange es YouTube gibt, würden wir ihn online lassen. Ja. Und zu finden ist er dann eben auf dem Kanal des Vereins, aber auch über die vorher genannte Homepage und über die Suche, glaube ich, wenn man Hajo Seng Autismus Vortrag eingibt, dann findet man diesen Stream auch relativ schnell. Der nächste Stream steht um 15 Uhr an. Bis dahin eine gute Zeit. Es sind noch ungefähr, wie viel Uhr ist es? Ja, noch genau eine Stunde. Dann eine gute Zeit und danke fürs Zusehen. Ja, bedanke mich auch. Danke. Tschüss.